Hallöchen ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Anleitungsvideo von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man für Socken einen Rüschenrand strickt. Und ich verwende hier natürlich ganz normales Sockengarn. Gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Farben von unterschiedlichen Herstellern. Ich verwende hier an dieser Stelle Year Socks von Woolly Hugs. Und zu Beginn rate ich dazu, eine Rundstricknadel zu verwenden, bevor ihr auf ein Nadelspiel oder hier in meinem Fall auf das Crazy Trio umschwenkt, weil wir zu Beginn mit einer sehr viel höheren Maschenzahl arbeiten und es könnte sonst schwierig und eng werden auf den Sockennadeln. Und ich habe hier 30 cm Seil. Beides in der Nadelstärke 3,0 und dann habe ich hier in einer anderen Wolle und einer anderen Farbe mir so eine Art Maschenmarkierer geknotet, damit ich gleich, wenn ich diese Rundstricknadel verwende, immer erkennen kann, wo eine Runde aufhört und wo die nächste beginnt. Wo ihr dieses gesamte Material und auch Sockenwolle in großer Farbauswahl bekommen könnt, findet ihr über einen Link zu meinem Online-Shop direkt unter diesem Video in der Infobox. Und wie immer sei an dieser Stelle erwähnt, wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich sehr über Gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Falls nicht schon längst geschehen, dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und wenn mal etwas unklar sein sollte, könnt ihr rund um die Uhr auch Fragen in meiner Facebook-Gruppe stellen. Dort helfen wir uns immer gegenseitig. Auch diesen Link findet ihr in der Infobox. Und ganz wichtig, ihr benötigt, um diese Rüschenborte für die Socken, diesen Rüschenrand zu stricken, eine Größentabelle mit der entsprechenden Maschenanzahl für eure Größe. Und diese findet ihr auf meiner Webseite kostenlos, könnt ihr euch die anschauen und auch diesen Link hinterlasse ich euch unter diesem Video in der Infobox. Und jetzt geht's los, ich wünsche euch viel Spaß. So, um zu ermitteln, wie viele Maschen ihr zu Beginn für eure jeweilige Größe aufnehmen müsst, solltet ihr am besten, wie gesagt, in der Größentabelle auf meiner Webseite nachschauen. Die Maschenanzahl für den Anfang, für den Rüschenrand, muss 3-mal höher sein als die Maschenanzahl, die ihr dann später braucht. Dadurch, dass ich für Größe 36-37 stricke, wo ich normalerweise 60 Maschen benötige, mal 3 gerechnet sind das 180 und deshalb nehme ich jetzt auf die Rundstricknadel insgesamt 180 Maschen auf. Und wenn ich alle Maschen aufgenommen habe, die ich benötige, dann zeige ich euch gleich im nächsten Schritt, wie es hier weitergeht. Wenn ihr dann alle benötigten Maschen aufgenommen habt, die ihr braucht, also wie gesagt insgesamt mal 3 von eurer ursprünglich benötigten Maschenzahl, dann solltet ihr nochmal überprüfen, ob das auch alles gerade ist und dass das nicht in sich verdreht ist und verschnörkelt ist, weil wir wollen ja keinen Möbiuskragen stricken, sondern einfach einen Rüschenrand und da muss das hier alles gerade sein. Es darf nicht verdreht sein, sondern die Maschen müssen hier alle unten in eine Richtung zeigen, also alle nach unten zeigen. Und dann könnt ihr auf die rechte Seite eure Maschenmarkierung aufnehmen und dann geht es auch schon los. Und zwar wird durchgehend mit rechten Maschen gestrickt, jede einzelne Runde mit rechten Maschen. Man kann auch, wenn man möchte, immer abwechselnd, wenn man einen krausen Rand haben möchte, eine Runde mit rechten Maschen, eine Runde mit linken Maschen stricken, ist auch machbar. Achso, ich sehe gerade, dass ich hier auf der falschen Seite begonnen habe, und zwar dort, wo der Faden ist. Das sollte unsere auf der rechten Seite sein, also so rum. Die Maschenmarkierung auch auf die rechte Nadel, damit wir das Ganze eben zur Runde schließen können. Das ist ja ganz wichtig. So, und jetzt wie gesagt, jede Masche wird rechts gestrickt. Zumindest mache ich das in meinem Fall hier so. Ihr könnt euch überlegen,
ob ihr, wie gesagt, nicht eine Runde mit durchgehend mit rechten Maschen strickt und die nächste Runde durchgehend mit linken Maschen, wenn ihr lieber eine kraus gestrickte Rüsche haben möchtet. Das bleibt dann euch überlassen. Ich mache sie mit glatt rechten Maschen. Auf der Innenseite ist sie dann natürlich kraus gestrickt, ganz klar. Und so stricke ich jetzt erstmal Runde um Runde mit rechten Maschen, bis ich zum nächsten Arbeitsschritt komme und wo dann das Nadelspiel oder die Crazy Trio Nadeln in meinem Fall dann zum Einsatz kommen. Und bis dahin stricke ich jetzt erst einmal vor. Wie gesagt, in meinem Fall hier durchgehend rechte Maschen stricken. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Arbeitsschritt wieder. Also, ich habe jetzt hier insgesamt 7 Runden durchgehend rechte Maschen gestrickt. Die Markierung kann ich jetzt abnehmen, die brauche ich nicht mehr, denn jetzt kommt eine komplette Runde mit Abnahmen und gleichzeitig stricke ich schon auf mein Crazy Trio, auf meine Crazy Trio Nadeln. Ich achte darauf, dass ich die Spitze, Nadelspitze verwende, nicht die etwas abgerundete. Denn mit der spitzeren kann ich besser die Maschen zusammenstricken und ich verteile sie gleich auf 2 der 3 Nadeln. Bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich für Größe 36, 37 stricke, werde ich gleich im Anschluss insgesamt 60 Maschen haben. Wenn ich die auf die beiden Nadeln verteile, pro Nadel dann eben 30 Maschen. Dann weiß ich nämlich, wenn ich 30 Maschen auf der ersten Nadel habe, dann nehme ich die zweite Nadel und so geht das dann. In Runde 8 werden durchgehend immer 3 Maschen rechts zusammengestrickt. Das ist ein bisschen friemelig, gerade auch bei so dünner Wolle, aber da kommen wir nicht umhin. Wenn wir auf unsere Maschenzahl kommen wollen, die wir für unsere Größe benötigen. Also durchgehend 3 Maschen rechts zusammenstricken, die komplette Runde lang. Das ist immer so eine Sache, da komplett durch alle 3 Maschen gleichzeitig zu kommen. Braucht ein bisschen Übung. Wenn man das auch länger nicht gemacht hat, so wie ich, dann dauert es ein bisschen, um da wieder sich reinzufuchsen. So. Und dann immer 3 Maschen rechts zusammenstricken, die komplette Runde lang. Und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt wieder. Habt ihr alle Maschen auf der einen Nadel drauf? In meinem Fall sind das ja die 30. Nehmt ihr einfach die nächste Nadel, um dort die Maschen rüber zu stricken. Und auch hier geht es dann weiter mit 3 Maschen rechts zusammenstricken. Und wenn ihr dann alle Maschen soweit abgenommen habt, in Form von jeweils immer 3 Maschen zusammen rechts abstricken, kommen wir zum nächsten Arbeitsschritt. Es ist so, damit das Bündchen bzw. die Socke einen guten Sitz hat, müssen wir noch ein bisschen dann so ein traditionelles Bündchenmuster stricken. Ein paar Runden lang und bei mir ist das so, dass ich dann immer eine Masche rechts und eine Masche links immer im Wechsel stricke. Und genau das mache ich jetzt über ein paar Runden. Dann erhalte ich so ein Rippenmuster
Und weil, wenn wir das nicht machen würden, dann würde die Socke, wenn wir jetzt einfach so im Muster weiter stricken würden, entweder mit Muster eine Socke oder aber wahlweise einfach nur glatt rechts, dann würde die ja keinen richtigen Sitz haben und würde dann schnell runterrutschen. Und deshalb mache ich jetzt hier einige Runden, immer im Wechsel eine Masche rechts, eine Masche links, damit ich dieses Rippenmuster erhalte, das Bündchenmuster. So, und ich stricke jetzt hier einfach weiter, wie gesagt, immer im Wechsel eine rechts, eine links, über mehrere Runden, und dann zeige ich euch gleich, wie das am Ende aussieht. So, ich habe jetzt nochmal insgesamt 8 Runden mit diesem Rippenmuster gestrickt, immer im Wechsel eine rechts, eine links. Und dann sieht das Ganze so aus. Und ihr könnt dann im Folgenden euer Muster stricken, welches ihr für die Socke vorgesehen habt, oder einfach nur glatt rechts weiter stricken. Also so, wie ihr eure Socke dann ganz gerne weiter gestalten möchtet. Und könnt ganz normal dann eure Socke stricken und habt dann hier eben dieses Rüschenbündchen oben. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Weiterstricken und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und hoffe, dass ich euch das gut erklären konnte, dass ich euch zu diesem Rüschenbündchen inspirieren konnte, und sage bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss!